Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo aus der Bretagne mit eurem Dachmobil. Unsere Reise geht weiter. Wir sind in Benic und hier gibt es den Camping Municipal de Fauvette. Er liegt oben auf der Steilklippe mit wunderbarer Sicht auf die See, direkt am Küstenwanderweg. Bis zum Ort sind es ein paar hundert Meter und du bist am Strand, von wo du auch in den Ort gelangst. Beziehungsweise man kann auch durch einige kleine Gässchen gehen und du bist unten im Hafen. Benic ist wunderschön. Schaut dazu in unser Video aus der Bretagne, wo wir euch Benic und die Umgebung zeigen. Wir reisen ja von Saint-Malo bis da, wo mein Urlaub irgendwann leider zu früh endet, und immer entlang der Küste. Wir mögen diesen Platz. An der Stelle sage ich das schon mal ganz besonders. Er hat eine tolle Lage. Er ist super ruhig. Du hast eine klasse Aussicht. Er ist gemütlich, überschaubar. Und das Personal hier. Ich bin eine neue Freundin. Nein, ich habe noch nie so viel Herzlichkeit, so viel Hilfsbereitschaft und so viel gute Laune erlebt, wie die Damen, die hier sich um uns Camper bemühen. Kommen wir vorne an. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier abläuft, damit wir auf den Platz kommen. Der Platz hat verschiedene Auszeichnungen. Unter anderem sind hier auch Fahrrad- und Wandertouristen herzlich willkommen. Dafür gibt es spezielle Unterkünfte und Plätze. Die zeigen wir euch gleich. Und er ist ausgezeichnet als behindertengerechter Stellplatz, Campingplatz. Also diese Auszeichnung habe ich jetzt hier auch noch gar nicht so oft gesehen. Und hier sind eure Hunde erlaubt. An der Leine bitte. Es sind Kinder erlaubt, es gibt einen kleinen Spielplatz, den zeigen wir euch gleich. Und dann haben wir hier auch schon die Preise für die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr hier nutzen könnt. Es gibt extra ich habe die ganze Zeit Englisch mit der Lady gesprochen. Es ist auch abhängig von der Personenzahl, ob es ein Zeltarbeiter ist, Zelt plus ein Auto, Wohnmobil, Hauszelt, also Familienzelt oder Wohnwagen. Und dann ist es nochmal, wenn du mit mehreren Personen als zwei ankommst. So staffeln sich die Preise. Es gibt auch so ein Schnellcamper Billett, sag ich mal. Wenn du entsorgen willst, mal eben duschen willst, auftanken willst, dann kannst du das auch. Hauptsaison ist vom 24. Juni bis 25. August. Wir haben bei unserem Aufenthalt hier 19,70 Euro die Nacht bezahlt. Es kommt der Strom noch mal dazu, der dann mit 6 Ampere abgesichert ist und 4,80 Euro kostet. Es gibt hier die Kurtaxe noch pro Person in Höhe von 20 Cent, wenn ihr älter als 18 Jahre seid. Und ansonsten haben wir hier noch eine Fahrradgarage, die ihr nutzen könnt, aber die zeigen wir euch gleich. Und es gibt verschiedene Mietunterkünfte. Da sage ich euch, schaut auf die Homepage, die erkläre ich nicht alles. Es gibt sogenannte Schlafkojen, es gibt Chalets, aber da schwenkt man gleich mal eben drüber. Da müsst ihr mal gucken, weil da gibt es auch Arrangements, wie lange ihr bleibt. Wir beschränken uns ja wie immer auf den Camperbereich. So, wie kommt ihr hier an? Wir sind hier am Ortsrand. Das ist eine kleine Anwohnerstraße, die aber hinten in eine Sackgasse übergeht. Hier fährt außer einmal die Müllabfuhr gar nichts. Und die fuhr auch zu einer Zeit, wo man schon wach war. Also, wenn ihr am Tag 10 Autos fahren, ist es viel. Ihr kommt an, ihr stellt euch hier hin und dann geht ihr rüber durch den kleinen Durchgang in die Rezeption. Dort meldet ihr euch an, wir gehen gleich mit euch rein und dann könnt ihr durch die Schranke fahren. Ihr kommt außerhalb der Rezeptionszeiten an, die von 8.15 Uhr bis 18.30 Uhr hier schon besetzt ist. Was tut ihr? Die Schranke öffnet sich automatisch. Es hängt vorne ein Plan, da könnt ihr drauf gucken, auf welchem Bereich Wohnmobile stehen dürfen, weil es gibt auch Plätze, die sind entweder zu schräg oder zu klein, die sind für Zelte vorbehalten. Und dann stellt ihr euch darauf, wo frei ist, und geht am nächsten Morgen euch bitte anmelden. Bezahlt, doch erst bei der Abreise, weil fast jeder hier nämlich verlängert. Die Mädels sind clever. Reservieren kann man hier nicht, aber
Wir sind Mittwoch hier angekommen, es ist Freitag und du hast hier noch auch für die, ob Wohnmobil oder Wohnwagen, machen wir hier keinen Unterschied. Es ist noch jede Menge frei. Heute Morgen sind schon einige abgereist. Wir sind mal wieder die Letzten, die heute abreisen. Und ihr dürft hier bis 12 Uhr. Und wenn ihr noch ein Stündchen oder zwei dranhängen wollt, wird das hier absolut toleriert, stehen bleiben für eure Abreise. Sie sagte, man soll mittags noch in Ruhe sein Lunch genießen und dann fahren. Da guckt keiner so genau hin. Aber pst, nicht verraten. Jetzt gehen wir mal zur Anmeldung. Hier haben wir den Plan von der Sonne ein bisschen ausgeglichen, dass plus hier den Bereich, außer die beiden ersten, sind die Bereiche für die Zelte, wie die Randecken hier. Alles andere, wo gelbe Punkte sind, können von Camper, Wohnmobilen, also Wohnwagen, Wohnmobile oder Hauszelten genutzt werden. Die schwarzen Punkte ohne was, das sind die kleinen Chalets. Und wir haben hier, wie hier an der 30, halt diese Matratzenhütten. Ich zeige die euch gleich mal. Ich hoffe, eine ist frei, dann kann ich vielleicht mal die Kamera da reinhalten. Ja, ansonsten haben wir auf der anderen Seite noch wichtige Telefonnummern stehen und dann steht da noch, wann Markt ist. Schaut in das andere Video. Benick hat einen wunderbaren Markt. Einmal unten in dem kleinen Altstädtchen und auf einem Parkplatz über 80 Stände und da bekommst du solche Krebse. Du bekommst Schuhe, Anziehsachen, Delikatessen. Und was mich wundert ist, in Frankreich wird sowas von fettigem Essen hier in der Bretagne gegessen oder zubereitet und das wird auch gekauft. Also ich habe noch nie so viel Bauchfleisch und Speck und Fett und Öl in einer Pfanne gesehen. Und das riecht da überall, die Breitmesser frisch zu. Und schlanke Franzosen. Ja, und schlanke Franzosen. Der eine macht Paella frisch. Es wird überall frisch zubereitet. Oh. Geht da nicht hin, wenn ihr noch nicht gefrühstückt habt. Also, wie gesagt, schaut mal das andere Video. Ein absolutes Muss. Der Markt ist donnerstags von 8 bis 12. Steht aber auch noch mal hier drauf. Auf dem Platz hier gibt es auch das ein oder andere, was als Event angeboten wird. Wie am Sonntag gibt es hier eine Parfümerie, die Schnupperproben und Ähnliches anbietet und Seifen, natürlich selbstgemachte Seifen ist ja auch ein Thema hier, aber so wechselt das Angebot hier. Jetzt ist gerade einer in die Anmeldung reingegangen. Ich würde mal sagen, wir schwenken mal in die andere Richtung und zeigen euch so lange was anderes. Wir könnten an der Stelle den Spielplatz schon zeigen. Guck mal, da hängt der Plan im Bund, wir Deppen. Ich weiß. Der sagt nichts, ne? Das ist ja wieder, ich liebe dich auch. Grün Zelt, rot, wo wir stehen dürfen. Dann gibt es hier, seht ihr das, drei behindertengerechte Stellplätze und ein behindertengerechtes Chalet mit einer Auffahrrampe, die wirklich großzügig bemessen ist. Und da habt ihr dann auch bei den behindertengerechten Plätzen ebene Fläche großzügig, dass ihr mit einem Rollstuhl auch bis ins Sanitärgebäude kommt, wo es dann auch weiterhin großzügig zugeht. Ne? So, hier habe ich dann noch gleich einen Durchgang, an dem ihr zum Meer gelangt und eine kleine Aussichtsbühne, wo ihr mit einem Picknicktisch euch gemütlich hinsetzen könnt. So, ich gehe mit euch mal in die Rezeption oder Alfred geht mit mir. Warum? Ich kann ihn ja eigentlich mitnehmen, ne? Der tut ja gar nichts. Hier sind wir an der Anmeldung in der Rezeption. An diesem Tresen könnt ihr euch anmelden. Die Mädels sprechen fließend Englisch und damit ist alles kein Problem. Ihr meldet euch an, ihr sagt euren Namen, welchen Platz ihr habt und schon ist das Ganze erledigt. Bezahlt wird bei Abreise. Man kann, wie wir, auch für einen einzelnen Tag Strom dazu nehmen, weil unsere Akkus leer waren vom Rad. Und von der anderen Seite gibt es hier dann nochmal Übersichtskarten, wo ihr euch informieren und orientieren könnt. Und jede Menge Informationsmaterial zur Umgebung, auch mehrsprachig, zu der Gegend hier mit Lokalen und so weiter. Und vor allem, ihr bekommt hier super Tipps, wo ihr hingehen müsst und was ihr machen solltet und wo es auch außerhalb von Benick schön ist, was die Bretagne noch zu bieten hat. Also der Service hier. So,
10 Punkte von 10 Sternen. Da könnte ich meine Füße noch dazu nehmen. Ich bin begeistert. Dann zeigen wir euch mal den Rest, damit ihr noch mehr Lust habt, hierher zu kommen. In den Stellplatzgebühren enthalten ist die Schmutzwasser, die Chemietoilettenentleerung, die Wasserversorgung, die Abfallversorgung und das Sanitär, eigentlich alles außer der Strom. So, WLAN gibt es hier auch. Hat für unsere Zwecke nicht ganz gereicht, aber wir haben in Frankreich eh ein bisschen Probleme. Aber wenn man jetzt durchs Handy ein bisschen flitschen will, hier und da das Facebook, Insta, Social Media macht, reicht es. Streamen hat bei uns nicht funktioniert. Video hochladen auch nicht, aber das ist ja schon Hardcore, was wir da gemacht haben. Sanitär außerhalb der Saison ist abwechselnd mal die Damen, mal die Herren offen, damit man da nicht jeden Tag putzen muss, sondern einmal alle reinigt. Clever. Gehen wir direkt zum Sanitär. Defibrillator direkt neben dem Sanitär, Feuerlöscher natürlich auf dem ganzen Platz verteilt, wie auch hier vorne diese Picknicktische. Aschenbecher gibt es auch an einigen Stellen und wir haben hier vorne direkt das Behindertenbad. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Alfred nicht die Tür vom Kopf haue, sonst braucht er das Behindertenbad. Und guck mal, da hast du deine Sitzgelegenheit. Warum warst du denn nicht hier duschen? Warte. Also selbst mit Kinderaufsatz und alles da. Picobello sauber. Ablage, Sitzgelegenheit. Vergesst nicht, wie es in Frankreich meistens üblich ist, nehmt euer Toilettenpapier mit zu der Toilette. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber sauber, super funktionell und völlig unkompliziert. Wir haben hier Handwaschbecken mit einem großen Spiegel. Wir haben hier Duschkabinen mit dem besten Duschstrahl, den ich dieses Jahr erlebt habe und mit der geilsten Temperatur. Also das war selbst Alfred hat gesagt, es war spitze. Und wir haben eigentlich 3 Duschkabinen. Endsaison ist auf jeder Seite, also 6. Wir sind hier im Herrenbereich. Wir haben hier noch Toilettenkabinen und Pissoir bei den Herren, bei den Damen nicht. Von daher alles bestens versorgt. Klassische Toilette. Es muss gleich geputzt werden. Es ist dadurch, dass hier geduscht worden ist, ein bisschen Schmutz von den Schuhen reingetragen worden. Aber heute Morgen, als wir duschen waren, um 8 Uhr, war alles picobello sauber. Solltet ihr am Strand Muscheln gesammelt haben, was eigentlich nur in kleinen Mengen erlaubt ist, in Frankreich an manchen Stränden ganz verboten ist, weil die Muscheln, die angeschwemmt werden, vor allem wenn noch Seetang oder Bärte dranhängen, Lebensraum wiederum für Kleinsttierchen sind, bitte nicht hier reinigen, das entsprechend an den über den Platz verteilten Wasserstellen. Dort sind überall Frischwasserstellen verteilt und dann haben wir hier auch noch den Küchenbereich. Wir haben hier Spülbecken in riesiger, ausreichender Zahl, wo ihr entsprechend spülen könnt und euer Geschirr abwaschen. Vernachlässige das immer, weil ich im Wohnmobil spüle. So, dann haben wir hier noch eine Waschmaschine, die ich glaube 4,50 kostet. Ich meine, also stand vorne dran, ich meine 4,50. Nicht 4 oder 4,50. Nagelt mich nicht fest, ich laufe aber jetzt auch nicht zurück. Und noch 2 Handwaschbecken. Und das ist... So eins hatte meine Uroma mit einem Waschbrett. Hier habt ihr auch dann noch, wenn ihr mit der Hand waschen wollt, diesen Brauseaufsatz, dass ihr den Druck auf die Wäsche kriegt. Das finde ich gut. Wie gesagt, Waschmaschine noch da. Funktioniert mit Münzeinwurf. Alles da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind sehr viele Wander- und Fahrradtouristen. Das wird hier rege genutzt. Hier hängen überall Wäscheleinen. Wäscheleinen aufhängen ist erlaubt. Wäschespinnen stehen hier rum. Hier war es wirklich wie eine kleine Yachtenkolonie. Ich glaube, da darfst du das aber ja nicht. Dann haben wir hier auch schon ein paar Mietunterkünfte. Die aber belegt sind. Ach so, genau. Wäscheständerchen, der Dreckchen steht auch zur Verfügung. Das hat sich jetzt einer schon in Benutzung genommen. Und
Das sind die Mietunterkünfte, die es hier gibt, hinten in dem gemauerten Trakt, sowie die Chalets hier, die drei. Und vorne halt das Große, das behindertengerecht ist. Können wir gleich nochmal drauf schwenken, wenn wir zur Entsorgung gehen. Ich würde jetzt mal sagen, noch kurz zu den Öffnungszeiten. Der Platz ist vom 1. April bis 29. September geöffnet. In den Wintermonaten ist er geschlossen. Und ihr könnt hier bar wie auch mit Kreditkarte zahlen. Hier haben wir den kleinen Bereich, den Steg, wo ihr dann auf den Küstenwanderweg kommt. Und in einigen Metern, ich glaube von da vorne kann ich besser zeigen, seid ihr schon hinten am Strand und könnt von dort zum Leuchtturm oder in den Hafen laufen. Also schaut in die anderen Videos von Binnig, da habe ich es ja gemacht. Schön sind auch hier wieder die Picknicktische mit dieser Aussichtsplattform, die gerade von den Fahrradtouristen hier rege angenommen wird. Hier hat sich letztens abends eine Frau ihr Kochgeschirr aufgebaut und sich ihre Nudeln gekocht. Also das ist schon geil. Also ihr seid also ruckzuck hier am Strand und diese Aussicht habt ihr von einigen Plätzen oder hier von der Empore. Jetzt gucken wir mal, ob ich euch so eine Hütte frei zeigen kann. Ach, hätte ich beinahe vergessen. Gehen wir noch eben hin. Ein Buhlfeld darf natürlich in Frankreich nicht fehlen. Genießt noch was die Aussicht. Da haben wir den Strom. Einfach den Stecker auf eurer mit eurer Stellplatznummer auswählen, Stecker rein und an der Rezeption Bescheid sagen, solltet ihr den Strom nachbuchen. Eure Platznummern findet ihr in solchen Steinen. Einmal habt ihr den Rand eurer Parzelle markiert mit einem Lämpchen und den Anfang eurer Parzelle dann entsprechend mit diesem Grenzstein. 24 ist nach rechts, 26 ist nach links. Das sind jetzt hier die Zeltplätze, daher etwas knapper. Das sind diese Schlafkojen. Allerdings hat da jemand das Verdunklungsbrett ins Fensterchen gelegt. Es ist eine Doppelmatratze drin mit einem Holztischchen und einem Schemelchen. Und da kann man als Wanderer oder so eine ruhige Nacht verbringen. Der Platz ist wirklich mega ruhig, also kann ich immer wieder nur betonen. Diese Hütten verfügen auch über Strom. Ich sehe gerade, dass da eine Leitung hingeht. Ich weiß aber nicht, ob belegt ist. Ich glaube nicht. Das spiegelt sich, glaube ich, zu sehr. Na, ihr habt da eine zweigeteilte Matratze, ein Schränkchen. Bettwäsche ist auch dabei. Es gibt einen Zahlencode, womit ihr die Tür aufbekommt. Und dann habt ihr da als Fahrrad- oder Wandertourist eine geile Unterkunft. Hier noch ein kleiner Spielplatz, der verschließbar eingezäunt ist, sodass die Kleinen da auch spielen können, während ihr gegenüber oder auf dem Picknicktisch sitzt. Nee, am Picknicktisch. Hat nicht allzu viel, aber wenn die Kinder da zu zweit oder zu dritt spielen, haben die da schon ihren Spaß. Hier sind wir an der Verentsorgungsstation. Chemietoilettenentleerung mit Spülschlauch daneben. Also bitte nicht aus Versehen als Trinkwasserversorgung nutzen. Die Trinkwasserversorgung haben wir hier mit einem Schlauch, den du aber leider nicht abmachen kannst. Ich suche gerade das Ende vom Schlauch, weil sowas ja gerne, wie wir schon gesehen haben. Ah, hier. Feuerwehrmann. Okay. Traut sich nicht. Und dann haben wir hier als Grauwasserentsorgung nur die Möglichkeit, solltet ihr einen Schlauch, da steht aber Wasser, nee, kannst du nicht entsorgen. Es gibt nicht die Möglichkeit, das Grauwasser zu entsorgen mit einem Ablauf. Das könnt ihr nur. Guten Morgen. Guten Morgen. Das könnt ihr nur mit Auffangbehälter. Müll wird getrennt, Kunststoffe kommen in diese Container, Glas, Restmüll. Müssen wir nicht weiter erklären. Und jetzt lassen wir den lieben Nachbarn seinen Müll entsorgen. Ansonsten kriegt er gleich noch Schelte. Und hier das Chalet mit der behindertengerechten Rampe, wo ihr gut mit einem Rollstuhl hochkommt und auch barrierefrei die Türe ohne
Schiene unten dann passieren könnt. Also von daher verstehen wir auch, warum die Auszeichnung barriere- und behindertengerechter Campingplatz vorne hängt. Plus einen ausreichenden Parkplatz, wo dann das Fahrzeug abgestellt werden kann, damit man eben nicht allzu viel, wenn man gehbehindert ist, laufen muss. Dann haben wir da vorne noch diese nette Holzhütte. Das ist der Fahrradschuppen. Ihr könnt eure Räder hier, wenn ihr wollt, aus Sicherheitsgründen einschließen. Und dazu bekommt ihr den PIN-Code genannt, um das Zahlenschloss zu öffnen. Ach so, PIN-Code. WLAN müsst ihr an der Information anmelden, kostet nichts extra. Aber es gibt pro Person, inklusive seiner Nutzgeräte, immer einen separaten Code, damit ihr ins WLAN kommt. Bekommt dann ein Ticket drüber und dann könnt ihr das Nummerchen eintippen. Aber guckt mal. Heute haben wir auch keinen Wind. Hier oben ist es ein bisschen zügiger, als wenn du unten am Strand stehen würdest. Aber am Strand hast du das Problem, dass du ein paar Mal am Tag nasse Füße bekommst, weil das Wasser, so weit wie es zurückgeht, bis zu den Felsen auch wieder zurückkommt. Da war leider belegt, als wir kamen. Eine Sekunde waren wir zu spät, sonst hätten wir da gestanden, von wo Alfred aus filmt. Das wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Ich glaube, ich hätte bei dir nicht mehr weggekreuscht. Nee, das ist nicht wahr, weil vom Fahrradfahren her, du kannst hier gut Fahrrad fahren. Es gibt ein super U, wo du gut einkaufen kannst, in 900 Meter, großer Supermarkt, wo es von den Socken bis zum frischen Fisch alles gibt. Markt, habe ich ja schon gesagt. Und Versorgung ist hier soweit alles in Ordnung, aber es ist hier sehr steilhügelig im Hinterland. Wir sind gestern nur die 5 Kilometer bis St. Croix irgendwas gefahren und Etables-sur-Mer war für Alfred mehr als grenzwertig, die Steigungen da hochzukommen, und es ging immer nur husch runter und absolut steil wieder hoch. Von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir in flacheres Land kommen und wie die Treppen da hinten oder auch wenn es nicht so viel ist, das kann er einfach nicht gehen. Und nur hier oben auf dem Plateau ist es dann doch was schlecht, wenn wir die Gegend erkunden wollen. Wer hier nur sitzen und die Aussicht genießen möchte, absolut. Wir sind die Einzigen, die nur so kurz hier waren. Die anderen waren alle eine Woche hier, was man verstehen kann. Ja, dann gibt es auf dem Platz verteilt noch Wasserzapfstellen, wo ihr kleinere Wassermengen entnehmen könnt. Ich habe jetzt keine Lust, euch mehr einen Wasserhahn zu zeigen. Da braucht er einfach nur dran drehen und es kommt Wasser raus. So viel. Nee, du musst drücken. Dann musst du drücken. Das läuft dann eine gewisse Zeit. Und wenn das nicht reicht, dann musst du noch mal drücken. Und die sind hier überall im Platz verteilt. Ich denke mal, ich drehe mich mal noch mal in die andere Richtung, weil ich möchte mal das Fazit außerhalb der Mülltonnen halten und gebe jetzt euch mein Fazit ab, das eigentlich schon die ganze Zeit im Video zu hören war. Was soll ich sagen? Geil. Der Platz ist super. Familiär, Top-Lage. Das Freundlichste, was ich je erlebt habe, inklusive der besten Dusche von der Wassertemperatur und der Wassermenge. Aber ich sag nichts mehr. Alfred macht noch mal einen Schwenk darüber. Das sagt alles. Au revoir. Au revoir, weiter geht's. Der nächste Stellplatz ruft.